Hallo und willkommen zum dritten Video in der Videoserie über die Zufallsvariablen. Heute schauen wir uns zwei Wege zum Erwartungswert an und dafür solltest du wissen, was eine Zufallsvariable ist und wie du den Erwartungswert berechnen kannst. Wie gesagt, heute geht es um zwei verschiedene Lösungswege dazu. Wir sind im Kästchen mit zwei Wege zum Erwartungswert angekommen. Du würfelst mit einem gezinkten, sechsseitigen Würfel mit den Augenzahlen 1 bis 6. Die Wahrscheinlichkeiten für die sechs möglichen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. Bei einer geraden Augenzahl gewinnst du 5 Euro. Bei einer ungeraden Augenzahl gewinnst du 2 Euro. Die Zufallsvariable x gibt deinen Gewinn bei einem Wurf an. Berechne den Erwartungswert von x. Lösungsmöglichkeit 1 ist, wir erstellen eine Tabelle mit den möglichen Werten der Zufallsvariable. Das heißt, wir bestimmen uns jetzt zuerst die Wahrscheinlichkeit für den jeweiligen Ausgang. Pausiere dazu das Video bitte. Überlege dir, wie du an dieses Beispiel herangehen würdest. Notiere dir deine Überlegungen und wir vergleichen danach anschließend. Gut. Woher kommen jetzt 67%? 67% ist die Summe aller Wahrscheinlichkeiten mit einer geraden Augenzahl. Das heißt, hier schon hervorgehoben, einmal für 2, einmal für 4 und einmal für die Augenzahl 6. Wenn du diese verschiedenen Wahrscheinlichkeiten addierst, erhältst du 67%. Ebenso für die Ungeraden. Du könntest natürlich auch über die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus die 67%, da erhältst du genauso 0,33, also 33%. Der Erwartungswert von x ist demnach 5 mal, also unser Ausgang von 5 Euro, mal der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall eintritt, plus 2 mal die 0,33. Und das entspricht 4,01 Euro. Das heißt, wenn wir oft genug würfeln und dieses Beispiel weiterführen und eine genügend große Anzahl an Wiederholungen schaffen, so werden wir durchschnittlich 4,01 Euro erwarten können. Die zweite Lösungsmöglichkeit. Wir ergänzen die Tabelle um eine Zeile mit den Werten der Zufallsvariable. Das heißt, hier kennen wir bereits die Wahrscheinlichkeiten aus der Tabelle vorher und wir schauen uns jeweils an, was für die Zufallsvariable dazu herauskommen sollte. Pausiere dazu bitte das Video, notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Gut. Das heißt, für einen Euro dürfen für die Augenzahl 1 dürfen wir uns 2 Euro erwarten, für die Augenzahl 2 5 Euro und so weiter. Das heißt, für unseren Erwartungswert insgesamt bedeutet das, wir haben 2 Euro mal die 8% plus 5 Euro mal die 20% etc. Und das entspricht ebenso 4,01 Euro.